So, unser Priester, nee, Schamane ist es, sorry, hat sich wieder zu uns gesellt, das heißt, wir können weitermachen. Wenn die mich nur einmal anstürmen, dann schwör ich bei Gott, ich hau dir eine mit und dann... Das geht mir auf den Nerv, wieso immer mich? Immer mich, immer den kleinen, lieben Magier, der keinem was tut, außer zu töten. Das ist nicht nett. Hau ab, hau ab. Und der Wasserelementar kommt auch noch auf mich drauf. Das ist nochmal gar nicht nett, weil ich bin Frostmagier, wir müssen zusammenhalten. Oh, die rechtschaffenen Kugeln, die waren damals mal richtig teuer. Bedarf macht er da drauf. Das macht er Bedarf drauf, oder was? Ah, so sieht das aus. Scheiß Ninja-Looter. Was bringen die denn? Das sind die Leute, die... Ich weiß nicht. Die haben Classic nicht erlebt, die haben gar nichts. Ja, mit rechtschaffenen Kugeln kann man Kreuzfahrer verzaubern. Das wissen aber nur die Insidersten, Insider im Insiderkreis. Ich weiß nicht, was für ein Glück ich habe immer hier mit Leuten. Das ist unglaublich. Das ist echt unfassbar. Wir haben schon gleich wieder Level Up. Das ist auch sehr schön. Ich glaube, auf 59 kriegen wir einen neuen Skillpunkt. Jawohl. Den können wir dann hier reinpacken, oder? Ja. Nice. Sehr schön. So, weiter. Oder wollt ihr noch eine Weile rumstehen? Soll ich einen Picknickkorb aufstellen? Nee, ach, nett, dass ihr weitermacht. Das ist... Der Chat, also... Das ist so geil. Wenn ihr den Chat gerade nicht lesen könnt, hier, wer war das? Wer hat das geschrieben? Unser Tank, das habe ich mir gedacht. Welcher Hodenkobold denkt sich einen solchen Debuff aus? 25% weniger Damage über 30 Minuten. Ja. Gut. Es sind nur 25 Damage weniger, aber das kommt beim Druiden wahrscheinlich schon ziemlich nah an 25% ran. Das ist Hammer, ich liebe es. Das ist wirklich Entertainment. Also, solche Gruppen, das ist der Hammer. Das ist genau das, was man im neuen Barlow-Block hört. Man geht in die Instanzen nur noch, man braucht eigentlich gar nichts da drin und will nichts da drin. Man will einfach nur mal was zu lachen haben nachmittags, wenn man die Random-Gruppen sieht. Genauso ist das. So, gleich mal den DPS schauen. Alter, komm hier, Russ. Natürlich ist der Gegenzauber genau dann gekommen, wo er nicht castet. Return Show. Oh, 700 DPS nur noch. Das liegt wahrscheinlich an den Crits, die sind auf Arkan deutlich höher sind. Das macht mir aber nichts. Ich büße gerne 100 DPS ein für mehr Sicherheit. Ich verliere hier ein bisschen die Übersicht. Kann daran liegen, dass ich in der Ecke stehe, neben dem Kerzenständer. Was ist eigentlich... Ich habe wieder keine arkane Brillanz mehr und kein... Das gibt's doch nicht. Wo sind die denn schon wieder hin? Sind meine Muskeln weggefallen oder was? Ich frage mich, warum ich so wenig Damage mache. Ist ja klar. Keine arkane Brillanz. Das sind schon mal 6% mehr Zaubermacht. Keine Rüstung. Das sind 3-9% mehr Crit. Sehr intelligent von mir. Kann man aber auch nicht ahnen, dass Blizzard einem dauernd diese scheiß... Ah, da ist ein Boss. Gut, den will er mal nicht auslassen, ausnahmsweise. Gürtel der Furcht, das ist ein Hexer-Item, T0. Damalig.
Ja, ist besser als meiner, deswegen würde ich den mal mitnehmen, auch wenn es ein Hexer-Item ist, wie gesagt, aber Hexer- und Magier-Item nehmen sich nicht so viel an sich. Die Bonis gelten für alle. Deshalb kann man das machen. Erhöht die Intelligenz um 20, das ist der 4er-Set-Boni. Das ist nicht schlecht. Über diese Items hat man sich damals noch richtig gefreut. Ich finde die auch heute noch cool. Das sind richtige schöne Classic-Items. Der Stil von diesen Items wurde teilweise in den Account-Items übernommen. Zum Beispiel sieht man das bei den Schultern von dem Krieger. Die sind von dem T0 entnommen, die man in UBRS bekommt. Ach, damals, das war geil. In UBRS, da habe ich mich gefreut, als dann die Scheiße endlich mal gefallen ist. Da musste man damals noch mit 10 Mann rein. Es war ein 10-Mann-Raid. Über circa 2 Stunden. Es war eine schöne Instanz, muss man sagen. Auch eine anspruchsvolle. Und das war richtig geil. Da hat man sich sogar, da hat man sich ehrlich nur über blauen Loot gefreut. Da gab's keine Epics. Doch, da gab's Epics. Aber da kann man sagen, damals war die Epic-Geilheit noch höher als heute, weil Epics waren rar. Wenn ein Epic gefallen ist, hat jeder, wirklich jeder, der es irgendwie gebrauchen konnte, direkt die B-Taste. Auch ein Paller auf ein Zweihandschwert. Ich meine, Pallas haben kein Damage gemacht, trotzdem. Es war ihnen völlig egal, machen sie B drauf. Und wir hatten gerade Level Up, auch nicht. Dann können wir direkt mal einen Punkt hier reinstecken. Das ist ja dumm. Den Skill habe ich noch gar nicht, das bringt mir nichts. Dann gucke ich nachher nochmal, wo ich den reinstecke. Hier ist ein Boss. 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 Jawohl. Ja, geht zum Boss. Sehr nett. Und unser Shami hat gepult. Du bist auch so ein Held. Das ist, hier unten ist der Kanonenmeister. Der ist recht cool. Ich mag den. Da stirbt man leicht mal, wenn man ihn nicht kennt. Deswegen freue ich mich schon drauf. So, mal eben die Krankheiten hier wegmachen. Sagt Bescheid, wenn ich euch zu langsam bin. Wenn ich sage, du bist zu langsam, dann sind wir tot. Ich muss sagen, Magier ist wirklich im Moment sehr schade eigentlich. Wenn jetzt im Moment hätte ich mir gewünscht, dass ich Hexer LP, weil ich weiß nicht, ob ich das Video schon hochgeladen habe. Ich habe gestern ein Video vom Hexenmeister gemacht. Und da sieht man mal, was Hexenmeister macht. Ich war mit dem in einer Instanz, mit meinem Hexenmeister. Der Hexenmeister, ja. Mit meinem Hexenmeister. Level 68 oder 67 war das. Ich war in der Instanz. Krieger 800 DPS. Palla 1000 DPS. Hunter 700 DPS. Und ich 2500 DPS. Summer. Also ich muss sagen, als Hexer hat man immer seinen Demo draußen, also seine Teufelswache. Und irgendwann hat der Tank gesagt, Alter, pack die Teufelswache weg und hol den Wichtel raus. Ich halte das nicht mehr aus. Das war wirklich... Du weißt schon, dass der Heiler gerade am Telefon ist. Ja gut. Mir egal, wenn der DK stirbt, das ist nicht mein Problem. Obwohl, dann verliert er die Akro, ich habe die Akro und wir sind tot. Naja. Der Heiler ist am Telefon, würdet ihr bitte warten, ich gehe zurück zum Heiler. Macht doch, was ihr wollt. Ich mag so Leute, die fünfmal in einer Instanz AFK gehen. Kein anderer muss AFK, die... Mom, Minute AFK. Oh, Mom, Telefon. Oh, Mom, das hier. Oh, da ist gerade die Katze gestorben. Oh, scheiße, mein Fisch ist tot. Danke. Das sind immer diese Leute, die denken, sie sind das Wichtigste. Und das Schlimme ist, sie sind auch noch das Wichtigste, weil Heiler, wenn es ein DD wäre, wäre es mir scheißegal. Kann die halbe Instanz auf Follow gehen, das ist mir doch Jacke. Aber nicht der Heiler. Und ich darf das sagen, weil ich gehe in einer Instanz nicht AFK. Ich lasse das Telefon klingeln, schmeiße es aus dem Fenster, töte damit Menschen, aber ich gehe nicht AFK.
Nein, ich gehe nicht AFK. So, hier ist der Kanonenmeister. Ich weiß gar nicht, ob man, ja, damals hat man hier immer die Kanonen nehmen müssen und dann, ich glaube, das muss man immer noch, sonst wird es ziemlich ungemütlich, weil 30 KHP ist schon was. Weil da hinten kommen immer so Leute. Ja, ich glaube, ich mach das mal. So, schießen, pew, down. Das ist ein nettes Event, ich mag das. Verdammt, Kanonen, Kanonen, Kanonen. Pew. Down. Das ist ein schöner. Und das hier ist auch geil. Ich hoffe, das gewinne ich. Das hätte mal Stil. Das ist ein Schmuckstück. Wenn man das anlegt, kann man eine Kanone beschwören, die hinter einem herfährt. Schade, nicht gewonnen. Egal, ist sowieso nur ein Gimmick. Aber ich find's cool. Hast du eine Kanone hinter dir herfahren, du denkst dir, was will das Ding? Wieso fährt das hinter mir her? Keine Logik dahinter. Einfach nur eine Kanonenkugel. Quatsch, keine Kanonenkugel. Eine Kanone. Kurzer Cut.